Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Der frühe Vogel fängt den Wurm oder sowas in der Art. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt habe ich einen Tag nicht aufgenommen und ich habe gerade ein bisschen Angeln geübt, denn ich wusste echt nicht mehr, wie es geht. Ich hatte schon mal anmoderiert, schon mal gesagt, so, wir machen jetzt eine Aufnahme. Ist da oben ein Fisch? Ist das ein Fisch da rechts oder ist das ein Stein im Wasser? Das sieht nach einem Fisch aus. Komm her, Fisch, beiß da an. Und ich dachte mir, ich angel mal ein bisschen, denn ich habe kaum noch Fische. Und der Fisch ist wirklich sehr, sehr gut, um ein bisschen Nahrung für den Start zu haben. Ich glaube, der will nicht, oder? Nein, nicht an... Oh, Sturz. 4 Meter. Da geht hier langsam schon die Sonne unter. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich das kapiert habe, wie das überhaupt funktioniert mit dem Angeln. Es ist auf jeden Fall leichter als bei anderen Angelspielen. Wenn es zuckt, rechte Maustaste. So, mal abwarten. Und dann einfach halten, halten, halten und hoffen, dass die Ausdauer langt. Und ihr könnt auch rechtzeitig den schon einsammeln, wenn er bei euch in der Nähe ist. Ihr müsst nicht warten, bis er ganz am Körper ist, der Haken. So, wie viel haben wir denn jetzt? 5 Fische, komm. Das müsste reichen. Das reicht eigentlich. Nein, hör auf, an Land. Naja. Ja, beim letzten Mal haben wir nach Rüben gesucht. Und ich habe Rüben gefunden, ohne euch. Asche auf mein Haupt. Ich habe nach der letzten Aufnahme, noch im Stream, könnt ihr euch die vergangene Streamaufzeichnung angucken, habe ich noch Rüben gefunden. Und zwar im Süden, wir sind nochmal runtergegangen, dann sagt jemand aus der Regie, er hätte hier so zwischen Händler und Landesgrenze hätte er welche gefunden. Da habe ich nichts gefunden. Also ich bin hier komplett den Rand mal abgelaufen, da war nichts. Aber hier unten habe ich es auch markiert, hier waren Rüben. Das ist bis jetzt der einzige Punkt, wo ich auf der Karte Rüben gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es noch woanders Rüben gibt und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Prosit die Punkte, wo Sachen wachsen, gleich sind. Geschweige denn der Inhalt von Krypten etc. Aber auf jeden Fall hier an dieser Stelle gibt es Rüben. Also ungefähr auf Höhe der, wo hier das Grüne so rangeht, könnt ihr euch merken. Und senkrecht hier, wo der Knubbel ist, so ein bisschen weiter links. Ich weiß nicht, ob das der beste Punkt ist, um sich das zu merken, wo das sein könnte. Auf jeden Fall, hier gibt es Rüben. Die habe ich dann gepflanzt. Die Rüben sind gesund, das freut mich. Und wir müssen noch ein bisschen warten, bis die gewachsen sind. Aber derweil können wir schon mal den Fisch verarbeiten. Wir können ihn mal hier umwandeln. Roher Fisch. Fünf Stück, naja, das ist sehr übersichtlich. Ich dachte, es gibt mehr Fisch pro Fisch. Ich dachte so 2 pro Fisch, aber na gut. Wir haben ein bisschen was an Fisch dazu bekommen. Ich weiß nicht, haben wir noch? Na, dann wandeln wir den einen noch um, würde ich sagen. Hätten wir doch ein bisschen weiter angeln müssen, naja. Egal. Hä? Wait a moment. Was? Aha, pro Fisch, pro Stufe kommt anscheinend mehr bei rum, wenn man umwandelt. Weil ich habe jetzt viel mehr in der Tasche. Das ist ja interessant. Dann haben die Fische, die ich vorher hatte, die ich so per Boot gefangen habe, wenn man so will, haben viel mehr Fisch gegeben, als die ich jetzt umgewandelt habe. Sehr interessant. Höhere Fische geben mehr Fisch. Dann habe ich wirklich eben nur Billo-Fische gesangelt. Naja, ich bin halt ein Anfänger, ne? Gut, aber das ist ja in Ordnung. Ist ja perfekt. Dann haben wir jetzt 10 Fisch, 14 Fisch. Doch super. Ja, perfekt. Hatte ich hier noch was angesetzt? Nee. Wie viele Tränke haben wir überhaupt noch? Wir haben noch 10 Marmelade. Noch Gift haben wir. Ja. Das ist doch ganz gut. Okay, wir haben mal geangelt. Wir warten jetzt auf die Rüben. Ich glaube, wir können uns jetzt auch ins Bett legen. Dann packe ich mal Köder und Angel wieder zurück. In die Händlerkiste. Und wir müssen noch ein bisschen Edelholz sammeln. Denn wir wollen noch ein Portal bauen. Ich weiß nicht, habe ich hier im Hinterhof... Oh, es könnte reichen. Mal gucken.
Oh, nicht gegen Stein. Ey, 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 nicht über die Mauer kippen. Schön hier geblieben. Ja, leider kriegt man von den Birken relativ selten diese Setzlinge zurück. Das ist wirklich sehr blöd. So, der Stumpen ist auch raus. Mal gucken, wie wir jetzt hier rausbekommen, wenn ich jetzt zerkloppe. Ich habe halt auch null Ausdauer, ne? Ist ein bisschen blöd. Komm, ein Süppchen geht immer. Also, Plan ist der folgende. Wir packen jetzt das Boot voll Holz. Und dann fahren wir Richtung Knochenwanst übers Meer. Bauen uns dort wieder eine kleine Basis auf in der Nähe. Plätten den Untergrund. Da haut eine Birke ab. Ey, warten Sie. Wir machen uns das Portal, bauen uns da was auf. Plätten das schon mal. Dann gehen wir nochmal in den Sumpf. Vielleicht ist ja in der Nähe. Also in der Nähe von dem Knochenwanst wird mit Sicherheit auch Sumpf sein. Dann gucken wir mal, ob wir noch in dem Gebiet unten im Süden, da waren glaube ich noch Krypten, die ich nicht leer gemacht habe. Die beiden müssen noch offen sein, genau. Da können wir da nochmal gucken, ob wir da noch ein bisschen Eisen rausholen, weil ich hätte auch ganz gerne noch eine andere Eisenrüstung. Oder das ist eine andere. Ich hätte zumindest gerne Brustplatte und Beinschienen. Und dann besorgen wir uns noch ein bisschen Chrom und dann machen wir den Knochenmanst. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. So, ein Portal. Klingen. 4 Stück brauchen wir. Und was war es noch? 10 von den Augen, also brauchen wir 20. So, dann gehen wir mal oben hin und bauen das Portal auf. Das Knochenwandsportal. Machen wir es direkt auf die andere Seite. Ne, einen haben wir noch Platz, ne, hier hinten, ja. So, wie haben wir das gesetzt? Ich glaube so ungefähr auf die Naht, oder? War das? Wanst. Gut. 3 von 4. Komm, hier noch einen drauf. Und die Fackel, die brauchen wir eigentlich nicht. So. So, den Wanz haben wir, dann brauchen wir 20 Edelholz. Oh, wir haben doch so wenig daraus bekommen, aber dann haue ich noch einen Baum weg. Dann packen wir unten das Boot noch das Holz rein. Wie kommst denn du hier rein? Hä? Wo bist denn du rüber reingekommen, bitte? Ganz außen rumgelaufen? Ich habe dich nicht bemerkt. Das ist jetzt echt merkwürdig. Also entweder ist er unten am Hafen rum oder über den anderen Bereich, da habe ich noch nicht zugemacht. Ich habe heute auch ein cooles Video gesehen. Und zwar, da hat jemand die Spitzen, man kann ja diese Spitzen für die Verteidigung machen, hat er zur Hälfte im Boden eingegraben, dass die Gegner die nicht kaputt machen können. Also praktisch nur oben die Spitzen rausgucken. Dann hat er wie so einen Killkorridor gebaut. Ja, die kommen da hinten rum, da läuft wieder einer. Und hat praktisch die Gegner über diesen Killkorridor laufen lassen. Dann kriegen die Schaden, können aber nicht kaputt machen. Da kannst du wirklich in relativ kürzester Zeit... Da war ich zuerst dran. Kannst du wirklich auch große Gegner, auch diese... In den Ebenen gibt es auch diese riesigen Trolle. Kriegst du damit weg. Fand ich echt faszinierend. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Also gerade in den Ebenen könnte das auf jeden Fall hilfreich sein. Und man kann praktisch außenrum so eine Umrandung machen, damit der Gegner praktisch nicht an Dreck da nicht rankommt. Dann geht er über den Bereich, wo offen ist, rein und läuft halt über diese ganzen Spitzen rüber. Das fand ich spitze. So. Das brauchen wir fürs Portal. Das lassen wir hier. Das packen wir hier rein. Das Holz nehmen wir mit. Stein brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir ihn auffüllen? Einmal, zweimal, dreimal. Okay, out of hearts.
Also, wir haben die Surtlingkerne dabei, wir haben das dabei. Das brauchen wir fürs Portal. Dann ein bisschen Bauholz. Da werden wir jetzt gerade nochmal... Ah, ist ein bisschen viel. Ja, so geht's. Wir packen da so ein, zwei Stacks in das Boot rein, damit wir drüben nicht noch Material sammeln müssen, umständlicherweise. So. Und den Rest nehmen wir in der Tasche mit. Gut, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Können wir uns auf dem Weg zum... Klopsi machen. Dann einmal schlafen, gucken, ob die Rüben fertig sind. Gute Nacht. Hunderte von Geistern, die sich um mein Bett versammeln. Na bitte nicht. Bitte nicht. Bitte keinen Angriff, habe ich echt keinen Bock drauf. Ich kann ja präventiv schon mal was essen. Aber jetzt haben wir Ausdauer, bis der Arzt kommt. Ach nee, schlechtes Wetter. Nee, Spiel, verarsch mich. Die sind immer noch nicht fertig, die Rüben. Wie geht's den Möhren? Auch noch nicht fertig. Mann. Ja, Essen haben wir dabei, das Portal haben wir dabei. Ich nehme noch ein Stack Holz mit, fahren wir halt bei schlechtem Wetter los. Was soll passieren? Was soll schiefgehen? So, ein Stack Holz wollte ich noch mitnehmen. Und vielleicht so ein bisschen Stein, damit wir uns ein Lagerfeuer machen können, ne? So. Einmal durchreparieren. Wie viel Eisen haben wir eigentlich noch? 4. Wow. Okay. Das ist sehr übersichtlich. So, Rückwärtsgang. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ach du Güte, das ist aber eine gute Reise. Gut, also auch rechts an der Insel vorbei dann. Ich würde sagen, wenn jetzt die Seeschlange kommen sollte, werde ich euch natürlich daran teilhaben lassen, wie sie mich zerlegt. Aber ansonsten sehen wir uns da unten Richtung Knochenwanz wieder, oder? Ich bin dafür. Nicht wieder auflaufen. So, ich schippe mal ein bisschen hart gegen den Wind. Also, bis gleich. Wunderschönen guten Morgen. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe eine kurze Rast gemacht im Süden. Mein Boot steht jetzt hier unten am Sumpf. Ich habe, der Wind war so langsam, also ich bin hier kaum runtergekommen. Deswegen habe ich hier einen Zwischenstopp gemacht, um mich rüber zu porten und um eine Nacht mich auszuruhen. Und bei der Gelegenheit habe ich gesehen, das Zeug ist fertig. Mein Garten ist fertig, die Rüben. Aber die Rüben werden wir jetzt gleich nochmal anpflanzen. Dass wir Setzlinge draus machen. Also das ist wirklich ein Teil, den ich ohne Mods uncool finde, Gartenarbeit. Weil man jede einzelne Möhre anklicken muss. Dieses Mass Planting, oder wie das Addon heißt, ist da auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Okay, gerade was rausgefunden, man kann die Taste festhalten. Alles klar. Wir haben ja gedaddelt und jetzt habe ich gerade festgestellt, okay, man kann es festhalten. Das macht es ein bisschen erträglicher, noch nicht optimal, aber auf jeden Fall besser. So, dann werden wir auf Reisen sind. Rübensaat. Da sind wir out of Rüben. Wie viele Möhren haben wir denn? 50. Weißt du was, ich pflanze jetzt auch noch ein paar Möhren nach. Wir haben zwar noch Möhrensamen im in der Kiste liegen. Aber wir brauchen trotzdem ja immer mehr. So. Haben wir hier noch eine versetzt hin. Die wachsen ja eh. So, den Rest nehmen wir zum Verkochen. Dieser blöde Ast, der spawnt hier immer wieder. Hau ab aus meiner Bude. So, Karottensuppe.
Wo ist er denn? Pilze. Und dann fahren wir gleich weiter. Rest der Möhrensuppe hier lassen, dann haben wir immer was Fertiges zu essen zu Hause. So. Pilze. Ihr bleibt hier. Die eine Möhre verpflanzen wir noch. Dahin. Dann du kommst wieder in die Truhe. Ich brauche ich nicht mitnehmen. Das nehme ich mit zum Plätten. Das mache ich zum Abhacken. Und den Rest hat man. Und den Rest hier Suppe lassen wir noch hier. Mahlzeit. So, ein bisschen was haben wir. Fisch haben wir auch noch. Das ist sehr gut. Können wir eigentlich auch die Hälfte hier lassen. Brauche ich auch nicht alles mitnehmen. So, porte wieder rüber und hoffe, dass der die Monstrosität nicht beim Boot sich gepaart haben und ich jetzt mein Boot nicht mehr nutzen kann. Schauen wir mal. Oh oh. Ne, da ist er noch. Hat sich gerade so angehört, als hätte er da reingehackt. Jetzt ist die Frage, ob das der Weg ist oder ob ich links an der Insel vorbeifahre. So, nochmal nachreparieren. Aber der Wind steht günstig, das ist top. Dann lege ich mal ab. So, wir müssen jetzt eigentlich links an der Insel vorbei. Also wir müssen ja da runter. Zumindest steht der Wind jetzt günstiger. Ich bin wirklich fast das komplette Stück bin ich runter. Mit im Paddelmodus auf Stufe 1. Das war wirklich ätzend. Ja gut. Ja, gleich wie eben. Wir sehen uns wieder, wenn die Seeschlange mich anknabbert oder wir sonstige interessante Dinge entdecken. Bis gleich. Halt, stopp! Kurz mal auf Land springen. Ey, nicht kentern, bitte. Okay, wir haben jetzt folgendes Problem. Das Ding kann untergehen. Wer kennt sie noch? Die Leviathane. Eine schöne, aber leicht instabile Insel. Ich bin noch nicht ganz da beim Knochenmanns. Ich weiß nicht genau, wo es hier lang geht. Hier ist auf jeden Fall links und rechts Land. Also da sieht man ein Landstück. Und ich hoffe, ich komme hier vorne rum oder ich muss die ganz andere Richtung fahren. Habe ich noch Ausdauer? Ich habe nicht mal mehr Erholung. Das ist bescheiden. Kommen wir schnell genug runter. Ich probier's. Okay. Der senkt jetzt ab, ja. Jetzt sinkt er ab. So. Dich markiere ich gerade nochmal. Leviathan. Tschüss, Leviathan. Gluck, 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 gluck. Da weg ist er. Ich hätte bestimmt noch die eine oder andere Pockennarbe noch mehr erreicht. Wie viel haben wir denn jetzt mitbekommen? 11 Stück. Können wir uns einen Seeschlangenfänger bauen? Das ist abgesaugt. Das dauert ein bisschen, bis sie wieder hochkommt. So, wir müssen noch ein bisschen die Küste erkunden. Denn, wie ihr seht, sind wir noch weit entfernt vom Knochenmanns. Und ich hoffe einfach, dass es hier vorne rumgeht.
irgendwie. Oder ich bin völlig falsch und kann hier gar nicht durchfahren. Oh, oh, da vorne sieht es nach Ebenen aus. Der riesige Felsen da sieht so ein bisschen... Oder geht es hier durch zwischen den Inseln? Ah, da geht's durch. Da scheint es durchzugehen. Probieren mal hier vorbeizufahren. Ich bin auch nicht mehr erholt, das ist immer so ein bisschen doof. Oh, hier dürfte es relativ flach sein vom Wasser. Da ist ein Gräuling. Ja, ja, ist gut. Ich bin schon weg. Ich weiß euer Gebiet. Meine Kopflampe flackert schon wieder. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass das hier so eine Flussmündung ist, wo ich nicht großartig weiterkomme. Oh, oh, das sieht aber... Boah. Was ist da zerflücht? Da vorne sehe ich einen riesigen Berg und da sehe ich Sumpf. Da vorne sehe ich Sumpf. Es könnte sein, dass wir hier durchpassen. Da vorne ist ein Spawn von einer Krypta. Okay. Ja, dann dadurch. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Beruhige dich, Schiff. Beruhige dich. Okay, du fängst an zu frieren. Es ist auch keine ideale Voraussetzung, um jetzt hier mit dem Boot durchzuschippern um die Zeit. Wir müssen mal paddeln. Wir sind jetzt im Düsterwald. Ja, aber das sieht ganz gut aus. Da vorne sehe ich zwar einen Berg, aber es könnte sehr gut sein, dass wir hier an den Knochenmanns nah genug rankommen. Und gleich noch so eine fucking... Oh oh. Ich sehe halt gar nichts, ne? Warte mal. Voller Stopp. Also das ist jetzt mal eine richtig beschissene Situation. Mama? Was macht der Mann da im Dunkeln? Vor allem sind wir auf Höhe der Ebenen. Oh nee. Beschissene Situation. Kein Licht. Probieren mal ein bisschen weiter nach rechts zu paddeln. Hallo? Hallo? Ich habe Angst. Wir müssen von diesen Ebenen weg. Wir sind lieber Richtung Düsterwald. Sümpfe meine ich. Halt gar nichts. So, mal Ausdauer habe ich noch alles, das ist gut. Ist immer noch Ebenen. Boah, ist das dunkel, ey. Warte mal, Full Stop. Okay, wir müssen eigentlich nach rechts. Mama! Haben wir eine Fackel dabei? Haben wir nicht. Mal hart nach rechts eindrehen. Ja, wir sind aber schon relativ nah am Knochenwanst, ne?
Nee, weißt du was? Wir machen Folgendes. Ich halte jetzt hier an und warte, bis der Tag da ist, beziehungsweise bis die Sonne sich so ein bisschen wieder gelichtet hat. Da sehe ich schon wieder Bäume. Da sehe ich einen Baum. Müssen wir mal ein bisschen abdrehen. Wo ist er hin, der Baum? Da ist er. Okay, ich warte jetzt hier in Ufernähe. Ich habe nämlich keinen Bock, dass hier so ein Baum kommt oder sowas. Dann kann ich hier nämlich nicht abhauen. Ne? Ja. Schwierig. Nochmal ein kleiner Cut. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die Nacht ausgehalten. Der Nebel ist aufgelöst. Das Wetter ist schön und die Wellen legen jetzt richtig los. Wir fahren mal lieber weiter. Achso, wir können nicht segeln. Jetzt sehen wir aber auf jeden Fall was. Weiter nach links. Ich habe mich nicht getraut, an Land zu gehen und ich muss unbedingt was frühstücken. So. Falls irgendwie Mist passiert mit ausdauertechnisch. Mit der Ausdauer, wollte ich sagen. Was ist denn das? Das sind doch die Nebellande da gegenüber, oder? Oder? Sieht so zerklüftet aus. Das können echt die Nebellande sein. Und ich mache mir Sorgen um die Ebenen. Naja. Also ich war noch nicht... Ich war noch nicht in den Nebellanden drin, aber... Fantastisch. So, das sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, hier kommen wir ganz gut rum. Und kommen noch ein bisschen näher an den Knochenwanst. Ja. Mal gucken, ob wir auf der gleichen Höhe sind. Je nachdem, wie tief das da noch reingeht. Langt das dann aber auch. Ich frage mich, warum man die Ebenen anzeigt. Hier ist bestimmt irgendwie so ein ganz schmaler Streifen Ebenen. Oder das ist hier neben... Nee, das Dunkelwald hier gegenüber, ne? Boah, wie dieser... Seht ihr diesen links im Bild, diese Spitze, die da reinragt? Übel. So, wo legen wir denn an? Hm, wahrscheinlich... Da ist er, da ist er. Ich sehe da schon den Spawn. Einmal umdrehen. Wir machen uns hier vorne auf der Landzunge, wenn wir uns das bauen. Da ist ein Draugernest da drüben. Oder wo ist er? Da hinten? Da ist er. Ja, ich denke hier vorne auf der Landzunge. Also wir waren praktisch schon direkt davor. Da ist der Kopf. Boah, wir warten da viele Drauger. Aber hier vorne müsste das gehen. Hier auf dem Zipfel, der da so rausguckt. Bevor wir den... Lassen wir das mal bitte hier. Oh. Oh. Hi. Na, ihr? Habt ihr auf mich gewartet? Nicht lang schnacken, Kopf in Noggen. Haben wir einen von den unzerstörbaren Bäumen? Wir bauen das jetzt hier einfach. Moment.
Meine Lampe flackert doch schon wieder. Hätte ich mal nicht bei Wish bestellt. Ja, okay. Hallo, Holz. So, warte mal, ich muss mich ganz kurz um die Egel kümmern. Da ist nämlich auch ein Sterne-Egel dabei. Ein Ausdauer hat er nicht. Hau ab. So, auf die Schnelle. Was ist denn mit dieser Kopflampe los? I don't get it. So, dich bauen wir nochmal weiter drüben auf. So, jetzt hole ich mal das restliche Holz aus dem Boot. Ne, erstmal mal die Egel weg. Wo ist denn die andere Kollegin? Ah, direkt vor mir. So. Mhm. Tür. Machen wir gleich die große rein. Ein bisschen höher. Jetzt hier nicht so beklemmend ist in der Bude. Na, einrasten. Dankeschön. Wir haben das steile Kreuz, das heißt, wir müssen auch das da draufsetzen. Und das spitze Dach. So, Lagerfeuer planen wir auch gleich ein, damit wir uns hier Erholung wiederholen können. Und dann setzen wir das. Ja, das hat nicht so ganz gepasst. Und dann setzen wir uns hier ein Tor rein. Und dann ruhen wir uns erstmal drüben aus. So, für eine Fensterbank muss Zeit sein. Wo stellen wir das Tor hin? Hier davor. Wanst. Komm, geh an. Da beschieße ich mal mein Boot, ist aber nicht schlimm. Hoffe ich. So. Einmal ausruhen. Vor allem mal wieder durchtrocknen. Die ganze Zeit dieser Weg hier runter ist ja doch etwas schwierig. So, extra lange Folge, extra lange Reise. Wir haben Leviathan gefunden. Wir haben ein Portal aufgebaut, was hoffentlich noch steht, wenn wir zurückkommen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.